Piraten sind seit den Riesenerfolgen der Fluch der Karibik-Spielfilme bei Jung und Alt ein brandheißes Thema. Ostsee-Holstein Tourismus e.V. organisierte nach dem großen Erfolg im Jahr 2007 die Piratenwoche auf der Ostsee 2008. Wir sind die Piraten! Ah! Abenteuer pur auf der wilden Ostsee. Anlanden werden die frisch gebackenen Piraten mit der Norden und der Jachara entlang der gesamten Ostseeküste. Klar, dass dabei fette Beute gemacht wird. Ostholstein TV durfte mit ablegen und das Abenteuer mit der Norden in Heiligenhafen und auf Fehmarn hautnah miterleben. Was sind eigentlich Piraten? Freibeuter, die nicht durch ehrliche Arbeit zu Geld und Reichtum kommen wollen. Das sind böse Männer. Die klauen Gold. Das ist irgendwie was Verwegenes, was irgendwo Interessantes, Schatzsuche, was Verbotenes. Moin, herzlich willkommen auf der Erlaub zur Piratentour und wir wünschen euch viel Spaß. Mein Name ist Otto Stör und ich segel halt hier auf der Norden mit als Besatzungsmitglied. Unterstütze halt den Kapitän bei Segelaufgaben und kümmere mich um das ganze Seemännische nebenbei. Also einmal ist es das älteste Schiff der Ostsee, ist von 1870 und es bringt einfach total viel Spaß mit der Besatzung. Ich komme eigentlich aus dem Yachtsport und das hier ist nochmal was ganz anderes. Also es ist wirklich noch Traditionssegeln mit viel seemännischen Arbeiten. Ohne Winschen, einfach alles mit Muskelkraft. Man braucht halt eben entsprechend viel Männer oder Frauen oder halt Leute, die mit anpacken. Der Aufsatz ist halt ganz schön windig. Wir müssen mal gucken, wie weit wir hier segeln. Wir machen das ganz gemütlich, damit alle Heine wieder nach Hause kommen. Piratenleben, das ist nicht nur handfeste Arbeit derber Haudegen. Das ist auch eine dicke Portion Freude. Hi, ich bin der Messerjocke und ich wünsche euch hier auf dem Piratenfest viel Spaß, ihr Landratten. Also Kinder, ich bin die Kanonen-Carla und wer bei mir nicht spurt, der wird mal ganz leicht über Bord geschmissen. Denn das Leben bestand ja nicht nur aus Deckschrubben und Messerwetzen. Könnt ihr alle laut sein? Ja! Der Chefpirat und seine Crew zeigen, wo Steuerbord und Backbord liegen, singen mit den Junior-Seeräubern Freibeuterlieder. Alle, die öligen Zwieback kauen, müssen Männer mit Bärten sein. Jan und Hein und Lars und Pitt, lauter! Die haben Bärte, die fahren mit. Ja, also ist ganz schön. Kinder sind schön beschäftigt. Ist in Ordnung. Wir haben noch keine Seemannsknoten gelernt, aber ich hoffe, es wird noch. Und die Piratenlieder fand ich spitze. Erzählen von den ruhmreichen Zeiten der Piraterie. An einem sonnigen Tag ging der kleine Pirat auf dem Schiff spazieren. Und wenn es regnete, dann spielte der Pirat ein Spiel. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist blau. Zum Schluss des Turns wird der Piratenfreibrief verliehen. Cool, endlich habe ich es geschafft. Jetzt bin ich ein Pirat. Wir sind jetzt richtige Piraten. Also Piraten werden wahrscheinlich so lange vorhanden sein, bis die Seefahrt oder wie es halt eben die Seefahrt ist. Viele, die ja hier diese Piratentour mitmachen, machen ja Urlaub hier und kommen eigentlich nicht von der Küste. Und dann auch auf so einem Schiff mitzufahren und ein bisschen das Piratenfeeling zu bekommen, das gefällt ihnen eigentlich durch die Bank weg immer gut. Wir haben vor 3 Jahren zum ersten Mal hier Urlaub gemacht auf der Insel Fehmarn und waren sofort begeistert. Und damit sich auch an Land beim Lachen die Balken biegen, warten die Piraten Messerjocke und Don Camillo mit allerlei Späßen. Wir sind Piraten! Das Angebot reicht von der Piratenhüpfburg bis zu lustigen Seeräuberspielen und spannenden Schatzsuchen. Macht's gut, ihr Landratten!